Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Sims Mittelalter. Wir mussten ja immer noch mit diesem Krollstab rumspielen. Nennen wir es mal rumspielen. Bewundern. Das hat sich doch so sehr in die Länge gezogen und ich wollte jetzt halt keine ewig lange Folge machen, nur mit diesem Krollstab, aber ich hoffe, dass es so langsam mal ein Ende hat. Warum kehrt die Macht nicht zurück? Der Krollstab würde mich doch nie im Stich lassen. Was habe ich falsch gemacht? Schon wieder? Dein Ernst? Wie lange sollen wir das hier jetzt weitermachen? Die Gedanken von Sir Michael füllten sich mit Visionen von Streitzerstörung und Eroberung. Doch ein Bild stach ganz besonders heraus. Er trieb auf aufgewühltem Wasser. Leblose Körper stapelten sich auf dem Meeresgrund. Und nur er hielt noch einen Fetzen Leben in der Hand. Sir Michael wusste nicht recht, ob dies eine Vision der Tortur oder Herrlichkeit war. Doch plötzlich war sein Verstand von Hass erfüllt. Der Krollstab soll euch befreien, blitzte vor seinem inneren Auge auf. Christa hatte jetzt etwas Zeit. Vielleicht habe ich neue Nachrichten. Okay. Du kannst nach Hause gehen. Der unauffällige Gang. Nee, sag mir jetzt bloß nicht, dass du wieder das Ding nicht aufbekommst. Okay, es geht einfach nicht. Dann geh schlafen. Oh. Wegen solchen Sachen zieht sich das Ganze. Wie Kaugummi. Ich möchte die Quest hier auch endlich mal beenden. Gut, es gibt neue Aufgaben. Na, das ist ja gut, dass wir noch das Gift haben. Was können wir ihm dann ausliefern? So denn. Oh. Okay, der läuft irgendwo an der Gegend rum. Na, er müsste erst mal was essen. Was ist das jetzt? Ach so, ach. Ich mach mal Traumlenken. Unter Spion Hamish sprach zu der jubelnden Menge, die hingerissen lauschte. All seine Bitten wurden erfüllt, als sie sich dem funkelnden Tor zum Paradies näherten. Doch je näher sie kamen, desto weniger wurden sie und die Welt um Hamish wirkte weniger lebendig. Nur wenige Schritte von Utopia entfernt schlug Hamish auf harten Boden, als die Menge vollends verschwand und sich die Welt in graue Leere auflöste. Warum ist er dann deswegen erfreut? Na egal. Komm, steh auf, es reicht. Es ist ja auch schon mittags. Naja, er ist spät ins Bett. Iss mal deine leckere Krütze und dann noch die Steuern bezahlen, das geht ja auch easy. Zum Glück, dann muss ich jetzt nicht wieder Ewigkeiten an dem Kasten darum spielen. Oh. Ach, den hatte ich total vergessen. Eine Wache? Was will der mit dem Gift? Er ist jetzt zufrieden. Er ist nur noch auf Liebesentzug. So, kannst du jetzt endlich dieses Dings da öffnen, bitte? Ah ja, gut. Die Nachricht lautete, der Krollstab und das Artefakt sind in der Tat identisch. In der Klinge befindet sich die Seele eines alten Dämons. Er sinnt auf Rache und verfolgt nur einen Zweck, die Vernichtung. Wenn du das Schwert finden solltest, ziehe es unter keinen Umständen aus der Scheide. Du musst es dem Rat zu Studienzwecken und zur sofortigen Zerstörung überlassen. Als Vorsichtsmaßnahme lege ich ein Rezept für Krolllöser bei. Was soll das denn sein? Ein Trank, der alle, die unter den Einfluss des Schwertes fallen, befreit. Ah, das braucht wohl Sir Michael, denn er hat echt Probleme jetzt. Sir Michael warnen. Ups. Was mache ich denn da? Warnen. Ihr müsst auch noch Steuern zahlen. Das können wir auch noch schnell machen. Aber erst warnen wir ihn. Das hat nicht besonders gut funktioniert. Er steht sicher schon unter dem Einfluss des Schwertes. Ich sollte besser den Trank brauen. Ach so, den muss ich erst brauen. Ach, egal. Geh du mal die Steuern bezahlen. Steuern zahlen und du musst was, 2 Portionen Beifuß sammeln? Beifuß? Für das Rezept werden eine Blutbirne, was soll das denn sein? Okay, eine Blutbirne, 2 Portionen Beifuß und etwas Tollkirsche. Ist hier irgendwo Tollkirsche? Entdecken. Tollkirsche. Aber was soll denn Beifuß sein? Ich gehe mal zum Markt. Ah, okay, steht da auch. Na dann. Gut, schauen wir mal. Eine Blutbirne. Blutbirne, Zuckerbirne. Nicht zu verkaufen. Hä? Warum habt ihr es denn im Angebot? Beifuß. Wie viel brauche ich nochmal? Ich hab's vergessen. Was soll denn diese Birne sein? Hä? Ist es die Zuckerbirne oder was?
Ich probier's mal. Ah, wir brauchen noch zwei Egel. Okay. Zwei gemästete Blutegel. Wo soll ich die denn herbekommen? Steht das da drauf? Ah, hier. Das sind genau zwei. Okay. Zutaten tränken? Was? Ich muss die Birne und zwei Egel in den Stadtbrunnen werfen und sie ein oder zwei Minuten einweichen lassen? Ja, okay. Dann mach das mal. Zutaten trinken. Ich erinnere mich, als Kind Blutbirnensuppe gegessen zu haben. War das Mamas Geheimrezept? Was? Blutbirne erhalten. Ist da jetzt Blut in der Birne drin oder was? toll. Ja, das sind Blutbirnen, genau wie Mama sie immer gemacht hat. Ja, du hast es aber gegessen. So, das Ganze jetzt braun. Objekt herstellen. Kohllöser. So, die letzte Zutat löste sich in der Flüssigkeit auf und hinterließ nur eine kleine Rauchwolke. Unter Spion Hamish hielt die Mischung gegen das Licht, untersuchte sie auf Unreinheiten und fand keine. Das Ergebnis war ein perfekter Kohllöser. Wer ihn trank, würde vom Einfluss des Kohlstabs befreit werden. Jetzt musste Unter Spion Hamish nur noch den betroffenen Ritter überzeugen, ihn zu trinken. Ja, klar. Wie denn? Hä? Anfreunden? Ach so. Ah, okay. Warum nicht einfach um das Essen mischen oder so? Na egal. Okay, erstmal anfreunden, erstmal Ewigkeiten rumlabern. Ich habe gehört, dass Bruder Gandalf nachts zur Grube der Verurteilung geht, um der Bestie Geschichten vorzulesen. Okay. Und Spaß macht. Okay, wir sind angefreundet. Zaubertrank geben. Ah. Hier ist neuer Saft, den habe ich selbst gemacht. Was ist passiert? Situation erklären. Sir Michael hörte unter Spion Hamish zu, aber verstand nicht alles, was er ihm erzählte. Sein Gedächtnis blieb verscharrt, so tief unter Spion Hamish auch buddelte. Und dann hast du den Zaubertrank getrunken. Ein Lichtblitz blendete Sir Michael und sein Gedächtnis kehrte zurück. Sofort waren die Erinnerungen wieder da. Sir Michael erinnerte sich an alles. An den Keulstab, an die Untersuchung. Oh nein, ich... Du warst es nicht, Sir Michael, versuchte Hamish ihn zu trösten. Ich habe dem Mann nicht geholfen. Und jetzt hast du die Möglichkeit, es wieder gut zu machen. Gib mir das Schwert. Ich werde dafür sorgen, dass es zerstört wird. Was soll Sir Michael tun? Unter Spion Hamish hat mein Vertrauen verdient. Wenn er glaubt, das Schwert könne zerlegt werden, sollte ich darauf vertrauen. Kreuzstäbe fallen unter die Kompetenz des Hofes. Die Königin muss entscheiden. Nein. Soll Hamish es haben. Wenn er nicht, dann doch wieder durchdreht. Hoffentlich, also eher dann. Bitte nicht. Na komm, gib's ihm, bitte. Das ist aber klein. Danke, Sir Michael. Ich bin mir sicher, dass der Ginnrad weiß, was er tut. Der Kohlstab wird keinen Schaden mehr anrichten. Dann hoffen wir es mal. Okay, an den Nachrichtenposten. Ups. So. Extra mit dem Geheimgang. Das darf ja keiner was mitbekommen. An dem Abend hatte Sir Michael einen Albtraum. Der Kreuzstab hatte einen neuen Sklaven. Durch ihn wurde eine Armee nach Simsonburg geführt, um das Territorium zu verwüsten. Das war nicht das Letzte, das er vom Kreuzstab träumen sollte. Jeden Tag fragte der Unterspion Hamish, wie läuft die Reise? Hat uns der Bote den Kreuzstab gebracht? Ist er zerstört? Aus Tagen wurden Wochen und noch immer gab es keine Nachricht von der Zerstörung des Kreuzstabs.
Aber Sir Michael fragte und wird weiter. Oh nein, was machen die denn jetzt? Schließlich kam ein Tag, an dem die Frage ausblieb. Dann noch einer und dann noch ein dritter ohne Fragen von Sir Michael. Der Krollstab war zerstört und sein Einfluss aufgehoben. Ach so, okay. Gut, okay. Es ist doch alles wieder gut gegangen. Ja, ich weiß, dass du hast, aber jetzt ist die Quest, glaube ich, beendet. Yay, wir haben es geschafft. Glückwunsch, du hast es bestreben, einen Neubeginn mit Platin abgeschlossen. Du liegst in Führung. Wow, ich hab's geschafft. Wie jetzt? Nein, ich will das Spiel fortsetzen. Ja, ich speichere mal ab. Sicher ist sicher. Es ist die Frage, soll ich jetzt eine neue Quest beginnen oder nicht? Irgendwie lohnt es sich gar nicht mehr. Ich schaue mal, ob ich noch was bauen kann. Eine Mühle. So. Okay, da braucht man keiner, der darin arbeitet. Okay, jetzt haben wir noch eine schöne Wassermühle. Was fehlt noch? Ich glaube, das war's. Ich kann ja nichts mehr bauen, oder? Habe ich jetzt alles gebaut? Okay, wir haben alles gebaut. Sieht mal so aus. Gut. Und ich würde es auch sagen, dass es für diese Folge reicht. Ich weiß, sie ist jetzt etwas kürzer, aber ich habe jetzt keine Lust, wieder was anzufangen und mittendrin aufzuhören. Also beginnen wir in der nächsten Folge eine neue Quest. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!